tonnenschwere Zentimeterarbeit im Mufti der Höhe. Rund 4 Jahre vermissten die Bibraner die Turmspitze der Auferstehungskirche. Denn hungrige Käfer hatten den Holzdachstuhl zerfressen. Die Spitze drohte beim nächsten Sturm vom Dach zu fallen. Die Sanierungsarbeiten sind nun beendet. Kostenpunkt 420.000 Euro. Du brauchst doch nur so drum gehen hier, oder? Wo will denn das hin? Ist noch nicht weg. Hier ist die Schraube, das kann gut überrutschen. Nun fuhr die Kirchturmspitze wieder über Bebra. Pfarrer Alexander Ulrich freute sich sehr über das gelungene Projekt. Er sei froh, dass die Kirche seine Spitze zurück hat. Viele Bebraner sahen zu, als Matthias Bein die Spitze mit seinem Kran mit 130 Tonnen Tragkraft auf die Kirche hochhob. Für den Kranfahrer, der auch schon Windräder mit seinem Fahrzeug montiert hat, ein leichtes Unterfangen. Er blickt bereits auf 20 Jahre Berufserfahrung zurück. 3 Meter. Das war die lange Schlupfe. 3 Meter. Zuvor musste er mit seinen Kollegen Platz vor der Kirche schaffen und einige Baumäste absägen, denn sonst hätte sich der Kran nicht vollständig drehen können. Im Anschluss wurden sogenannte Abstützplatten und Kontergewichte aufgebaut. Sie sollten den schweren Kran im Gleichgewicht halten. Auch Gemeindemitglied Hannelore Hildebrand freute sich sehr über die abgeschlossenen Arbeiten, denn die Turmspitze sei für sie eine Herzensangelegenheit. Ihre Familie lebt seit 1949 in Bebra. Ihr Vater habe früher immer gesagt, dass die Bebraer Kirche wie ein Zuhause ist. Und nun ist es wieder vollständig.